Da hat jemand geschrieben, ich finde es traurig, wie jetzt alle Elfjährigen so kommen mit, ich habe schon gefickt und so weiter und so fort. Ja, die Sache ist, es ist scheißegal, wann man damit anfängt, ob man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja Menschen, denen ist es peinlich, weil die relativ spät Sex hatten, das erste Mal. Aber das muss einem absolut nicht peinlich sein. Es ist auch nicht peinlich, wenn ihr das erste Mal mit 25 Sex habt. Manche Leute brauchen einfach ihre Zeit. Ist einfach so. Findest du Dreier schlimm? Nee, auf keinen Fall. Ich würde das vorher gerne mal ausprobieren. Aber auch nur, wenn ich mich wohlfühle, ne? Eines Tages, Leute. Es ist nicht so, dass sie früher anfangen. Alte Generationen waren genauso, wenn nicht schlimmer. Ja, ich glaube, inzwischen wird so ein bisschen offener darüber geredet. Aber es stimmt schon, dass wir so ein bisschen mehr getrimmt sind auf das Thema Sex. Weil damals hattest du nicht so einen guten Zugang zu Pornos wie heute. Heute kann sich jeder Pornos reinziehen. Wirklich jeder, egal wie alt man ist. Da hat jemand geschrieben, also ich kann sagen, dass 12-jährige Nudes oder so senden und dann von den Klassenkameraden nur als Hurensohn abgestempelt werden. Also bitte verschickt niemals Nudes, wenn ihr minderjährig seid. Niemals. Das hat so viele Konsequenzen. Da hat jemand geschrieben, in der Schule war Sex immer so das Thema, über das sich alle nur lustig gemacht haben. Und das im Unterricht jedem unangenehm war. Ja gut, aber das ist das Alter. Das war bei uns auch so. Hihi, Sex, hihi. Unironisch. Bei mir ist es so, in der Schule, dass die Mädchen sich immer den Reichsten aussuchen, sie ausnutzen und sich dann einen anderen suchen, um mehr Geld zu bekommen. Das klingt nach einem krassen Urteil. Ob das wirklich so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ein 24-jähriger Kumpel von mir klang in einem Gespräch über Sex ziemlich verzweifelt, da er nicht erst mit 32 Sex haben und mit 37 eine Familie gründen möchte. Er war auch sehr unsicher über sein Aussehen, da er sehr schmal ist trotz Kampfsport. Also ich sag mal so, natürlich ist es immer leichter gesagt als getan, ne? Aber man kann immer jemanden finden. Und man muss nicht in den nächsten 2 Monaten jemanden finden. Man kann auch in den nächsten 5 Jahren jemanden finden. Also ich glaube, dass man darf halt nicht bewusst danach suchen, ne? Es soll halt eher von selbst passieren. Also ich persönlich finde das schöner. Es gibt ja auch viele asexuelle Menschen, die verspüren da keinen krassen Reiz oder so. Wie sieht es bei dir aus? Läuft was? Nee, also ich bin right now bin ich Single. Und ich habe auch gestern jemanden gedatet. War nice. Aber ich glaube, ich kann mit dir keine Beziehung vorstellen. No front. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, dass ich erst vor einem halben Jahr jemand gedatet habe, aber ich meinte jemand gedatet habe, mit der ich auch Sex hatte. Und mit der Person gestern hatte ich keinen Sex. Meine beste Beziehung ist die zu essen. Mir ist es peinlich, nackt vor meiner Freundin zu stehen. Heißt das, dass ich nicht bereit bin? Oder ich nur durchziehen soll? Du sollst mal hinterfragen, warum das der Fall ist. Weil deine Freundin findet dich bestimmt schön, wie du bist. Sonst wäre sie ja nicht deine Freundin. Crazy schreibt, ich habe auch nicht gesucht und bin im Moment der glücklichste Mensch der Welt. Ich und meine Freundin sind mittlerweile über 11 Monate zusammen. Nice, Alter. Viel Glück. Da hat jemand geschrieben, wie sieht bei dir eine gute Beziehung aus? Eine Beziehung, wo emotionale Abhängigkeit kein Thema ist. Also für mich eine gute Beziehung ist, wenn jeder trotzdem irgendwo selbstständig ist und sein Ding macht und wo man nicht voneinander abhängig ist. Also im Sinne von, dass man ohne die andere Person nicht leben kann. Weil dieses, ich kann ohne meinen Partner nicht leben, geht oftmals sehr stark ins Toxische. Also ich will eine Beziehung haben, die ein bisschen lockerer ist, wo jeder halt so sein Ding macht, aber man halt gemeinsam, wo es halt gemeinsam noch schöner ist als alleine. Wo man aber auch theoretisch alleine wo man theoretisch auch alleine eine schöne Zeit haben kann. Aber gemeinsam noch schöner. Das wollte ich sagen. Aber ich hatte auch schon Beziehungen gehabt, das habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert in meinen Streams, die sehr emotional abhängig voneinander waren. Also nicht die Beziehungen, sondern mein Partner und ich. Und das endete immer schlecht. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich heutzutage ein höheres Selbstwertgefühl habe. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, das letzte Mal, wo ich emotional abhängig von meinem Partner war, war 2015. Aber seitdem nicht mehr. Wie lange waren die Beziehungen? Meine längste war 3 Jahre. Und meine letzte mit Aki war 1 Jahr oder 1,5 Jahre ungefähr. Da hat jemand geschrieben, man sollte auch alleine leben können. Ich finde, wenn man immer sad ist, wenn man gerade in keiner Beziehung ist, kann man auch keine gute Beziehung führen. Walking, das ist eine sehr mutige Aussage, aber ich stimme dir zu. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe einfach für mich realisiert, dass ich Beziehungen so ein bisschen als Indikator benutzt habe oder als Kompensation, nicht alleine zu sein. Also ich war früher immer ein sehr einsamer Mensch, wenn ich Single war. Und ich dachte immer, ich brauche Beziehungen, um diese Einsamkeit zu bekämpfen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und oftmals hat es geholfen, temporär. Also sobald ich in einer Beziehung war, war ich auch nicht mehr einsam. Aber es hat andere Probleme verursacht, die nicht schön waren. Aber inzwischen ist das nicht mehr so, zum Glück. Da hat jemand geschrieben, ich habe das Gefühl, dass Sex als Muss in der Gesellschaft ist. Oder generell eine Beziehung. Hat man keine Beziehung, macht man sich Vorwürfe, woran es liegt. Ich finde, jetzt mal Real Talk, also manchmal kommt es mir so vor, als wäre es cooler, Single zu sein, als eine Beziehung zu haben. Das ist so ein bisschen meine subjektive Wahrnehmung. Also ich finde es natürlich schön, eine Beziehung zu haben an sich, aber ich gehe mit beidem konform. Es gibt ja auch manchmal diese Anmerkungen von Leuten, die sagen,
yo, wie kannst du Single sein, so schön wie du bist? Aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich finde es krass, dass man heutzutage nahezu getrimmt ist, dass man eine Beziehung haben sollte. Krass, Alter. Ich empfinde das gar nicht so. Also ich habe zwar viele Freunde, die in einer Beziehung sind, aber das ist so gar kein Thema irgendwie. Also ich kenne wirklich niemanden in meinem Leben, der Meinung ist, dass man eine Beziehung braucht. Als Mann ist das vielleicht so, aber als Frau wird man eher bemitleidet. Aber das sagt man auch eher gegenüber Frauen, habe ich das Gefühl. Also es gibt super viele Männer, die sagen zu Frauen, ey, wie kannst du Single sein, so schön wie du bist? Ja gut, vielleicht ist es auch ein Flirt, aber habe ich schon öfter mitbekommen. Walken schreibt eben, das war bei mir nämlich auch so, ich war eine Zeit lang einsam, wenn ich in keiner Beziehung war, weil ich auch zu der Zeit nicht viele Freunde hatte. Dann hatte ich eine Beziehung und da ging es mir erst wieder richtig gut. Aber das ging nicht gut aus. Emotionale Abhängigkeit, Selbstmord, Androhungen und so weiter und so fort. Mittlerweile kann ich auch gut mit mir alleine leben. Und auch meine Beziehungen laufen seitdem besser. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich glaube wirklich, wenn man diesen Punkt erreicht, wo man auch alleine in Anführungsstrichen glücklich sein kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass auch eine Beziehung funktioniert. Das sind so meine Glaubenssätze. Also ich finde, man sollte erst an sich selbst arbeiten, bevor man auf eine Beziehung eingeht. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich bin mit meinen 26 Jahren echt zufrieden alleine und würde auch niemals so in die Richtung pushen. Entweder passiert es oder eben nicht. Ich denke genauso. Ich denke mir, ey, wenn irgendwann mal wieder jemand kommt, eine Person, mit der ich mir eine Beziehung vorstellen kann, dann ist das so. Aber warum sollte ich mich unter Druck setzen? Klar, also man könnte sagen, ey, ich gehe schon langsam auf die 30 zu und vielleicht sollte ich an Familienplanung denken etc. Aber ich sehe nicht ein, mich unter Druck setzen zu müssen. Wann seid ihr glücklicher? Beides gleich. Bei mir. Also ich sag mal so, ich kann auf jeden Fall in einer Beziehung glücklich sein, aber Single sein birgt auch viele Vorteile. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich liebe es zu flirten, ne? Keine Ahnung, ob ich das mal angesprochen habe, aber flirten macht mir einfach Spaß. Und es gibt Partner, die das nicht so nice fänden. Dazu muss man aber auch sagen, ich würde mir, glaube ich, eher einen Partner suchen, die jetzt flirten nicht so schlimm findet. Also für mich ist das zum Beispiel noch kein Betrügen. Ich würde natürlich niemals meinen Partner betrügen, ich würde auch niemals, wenn ich mit jemandem zusammen bin, einen anderen Menschen küssen oder so. Aber so ein bisschen flirten finde ich persönlich nicht schlimm. Also für mich ist das kein Cheaten. Und ich würde mir, glaube ich, jemanden suchen, die das auch nicht als Cheaten betrachtet. Mein Crush hat mir gebeichtet, dass sie einen Crush auf mich hat. Nice. GG. Meka schreibt, ich bin 22, war bisher noch nie in einer Beziehung. Langsam frisst mich diese Einsamkeit von innen auf. Ich habe Freunde und mit diesen mache ich auch viel, aber dieses Loch können sie nicht füllen. Fühlt sich ziemlich schrecklich an. Ey, Meka, real talk, ich hoffe auf jeden Fall, dass du irgendwann mal die Erfahrung machst, aber mach dein Leben echt nicht zu krass davon abhängig. Weil Beziehungen können auf jeden Fall schön sein, aber sie können auch sehr schrecklich sein. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Skelena schreibt, ich mag flirten auch, aber ich will nicht, dass mein Freund das macht. Darum flirte ich nicht in einer Beziehung. Ja, keine Ahnung, wenn das abgesprochen ist, also Kommunikation ist halt das Wichtigste, ne? Wenn sich beide einig sind, dass Flirten in Anführungsstrichen verboten ist, dann ist das so. Dann müssen sich auch beide dran halten. Also mir persönlich ist es einfach wichtig, sobald ich eine Beziehung führe, dass man am Anfang so ein bisschen klar macht, wie man sich die Beziehung überhaupt vorstellt. Weil jeder hat ja unterschiedliche Vorstellungen, ne? Und wenn man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann let's go. Was klar, okay, so Kaffee, Dankeschön. Danke für die 10 Euro. Krass. Das erste Mal mit einer Prostituierten. Das ist interessant. Weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich immer mal wieder dachte, einmal im Leben muss man das gehabt haben, mit so einer professionellen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber ich kam nicht dazu. Also ich habe noch nie mit einer Prostituierten Sex gehabt. Da hat jemand geschrieben, leider ist es heutzutage so, dass Aussehen mehr wiegt wie Charakter. Klar zieht Aussehen an, aber was will ich mit einem Model, wenn er ein Asshole ist? Weiß nicht, ob das nur heutzutage so ist. Also es gibt viele oberflächliche Menschen, die nur auf Aussehen gehen. Aber die Sache ist, keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Dass zu Anfang nur das Aussehen zählt, ist halt irgendwie normal, meiner Meinung nach. Weil du hast die Person ja noch nicht näher kennengelernt. Aber wenn man eine Person näher kennenlernt, beispielsweise auf freundschaftlicher Basis, und du realisierst, yo, der hat einen mega attraktiven Charakter, der ist süß, der ist lustig, ich fühle mich wohl bei ihm, das ist auch eine Art der Anziehung. Und da ist es schon wieder fast egal, wie die Person aussieht. Das ist auch eine Art, wie man sich verlieben kann. Also ich denke, beides ist irgendwo wichtig, beziehungsweise beides hat seine Daseinsberechtigung, sowohl das Visuelle als auch der Charakter. Aber zu sagen, es geht nur um den Charakter, weiß ich nicht. Sehe ich nicht so. Also ich sag mal so, ich habe auch schon Models gesehen, die mit Leuten zusammen waren, die, ja, keine Models waren. Die einfach nur einen geilen Charakter hatten. Nur schreibt, ich bin irgendwie relativ unsozial. Ich treffe mich selten mit Freunden. Ich habe allerdings trotzdem eine starke Sehnsucht nach Freunden bzw. einer Freundin. Werde einfach sehr langsam mit fremden Leuten warm, ganz besonders mit Mädchen. Meine Freunde
hatten alle schon vor Jahren ihre erste Beziehung. Das macht es irgendwie noch schwieriger. Janus, also ich würde versuchen, einfach irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen. Geh einfach mal raus, was geht ab, Fabi, dankeschön. Mach so Kleinigkeiten, die du dir selber nicht zutraust. Ich habe zum Beispiel am Samstag war ich mit Benny bei Jengis. Und Jengis wohnt mega weit weg von hier. Also es ist zwar immer noch dieselbe Stadt, aber es sind locker 10 Kilometer oder so. Und Benny und ich sind da hingefahren mit einem Uber. Das hat auch ein bisschen lang gedauert. Wir hatten jedoch unsere Longboards dabei. Und danach haben wir bei Jengis gesagt, yo, lass einfach mal, egal wie lange das dauert, mit unseren Longboards zurückfahren. Und dann haben wir es einfach gemacht. Klar, das ist kein Vergleich, aber das war wieder so ein Punkt, wo ich aus meiner Komfortzone ausgebrochen bin. Und dann sind wir einfach 10 Kilometer mit diesem Longboard zu mir gefahren. Und ey, das war mega geil. Natürlich hat es 2 Stunden gedauert, aber es war ein mega geiles Gefühl. Ich habe mich so lebendig gefühlt. Und keine Ahnung, manchmal muss man einfach diese Entscheidungen treffen. Walking schreibt, aus der Komfortzone auszubrechen ist auch wichtig. Ich finde auch deine Idee mega geil, 2 Monate einfach mal wegzufliegen und neue Leute kennenzulernen. Ich werde das wahrscheinlich auch in Japan machen. Also das nächste Mal, wenn ich in Japan bin, bin ich da 2 Monate. Ich komme mir irgendeine coole Airbnb-Wohnung, versuche neue Leute kennenzulernen, fremde Leute anzusprechen. Was gesagt, Jan, dankeschön, um mir da so einen Kreis aufzubauen. Also wirklich, try hard aus meiner Komfortzone raus. Ich glaube, das wird mir helfen. Was hältst du von Eifersucht und Verbot in einer Beziehung? Keine Ahnung. Ist sehr umfangreich. Was meinst du mit Verbot? Also ich würde meiner Freundin auf jeden Fall verbieten, mich zu betrügen, logischerweise. Ich meine, wenn, ich sag mal so, ich persönlich habe nichts gegen Flirten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mein Partner irgendwie mit anderen flirtet. Solange das nicht irgendwie ins Betrügen übergeht mit Küssen oder was auch immer. Aber ich toleriere auch Beziehungen, wenn beide sagen, yo, wir gehen beide mit dem Thema Flirten nicht konform, wir verbieten uns das gegenseitig, dann ist es auch zu akzeptieren. Was glaubt Shoto? Dankeschön, er hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber Eifersucht, ja, kommt drauf an. Ich glaube, so ein kleines bisschen Eifersucht ist nicht schlimm, aber wenn es extremer wird, kann Eifersucht sehr unattraktiv sein. Ey, wenn ihr wüsstet, wie viele Beziehungen einfach nur allein dadurch kaputt gegangen sind, dass jemand so eifersüchtig war. Also Eifersucht ist, ich glaube, Eifersucht ist einer der häufigsten Beziehungskiller. So viele Beziehungen, die daran kaputt gegangen sind. Ganz früher war ich ein sehr eifersüchtiger Mensch, muss ich gestehen. Aber seitdem mein Selbstwertgefühl Glow-up bekommen hat, bin ich gar nicht mehr, ich bin einfach nicht eifersüchtig. Keine Ahnung, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Also auch in der Beziehung, wenn Ark zu mir gesagt hat, yo, ich gehe mit Freundinnen feiern, keine Ahnung, wann ich wiederkomme, vielleicht 4, 5 Uhr morgens, war ich so, yo, viel Spaß, hab mich gar nicht gejuckt. Da war ich feiern, mit meinen Boys, weil ich hab ja halt vertraut, ne? Und die Sache ist, wenn ich eine Beziehung habe und meinen Partner vertraue und es stellt sich dann irgendwie heraus, dass die Person mich betrogen hat, dann mache ich natürlich Schluss, so ist es nicht. Aber ich denke, wenn es keinen wirklichen Grund gibt, um misstrauisch zu sein, dann liegt das eher an einem selbst als an dem Partner. Dann hat man eher ein geringes Selbstwertgefühl oder einen schwachen Charakter. Aber ich persönlich sehe das eher als Stärke, wenn man seinem Partner Freiheiten lässt und nicht als Schwäche. Es gibt ja Menschen, die sehen das tatsächlich als Schwäche. Und ich denke mir, oh mein Gott, ihr seid die Keks. Da hat jemand geschrieben, ich bin leider ziemlich eifersüchtig, seitdem mein Freund Nudes von meiner BFF bekommen hat. Ja gut, aber das ist verständlich. Aber hat er nach diesen Nudes gebeten oder hat er die einfach random bekommen? Wenn er die einfach random bekommen hat, dann macht es keinen Sinn, die Wut auf den festen Freund zu verlagern. Da wäre ich eher wütend auf die BFF. Aber wenn er da mitgemacht hat, dann ist es vollkommen nachvollziehbar. Da hat jemand geschrieben, meine Freundin war während unserer Beziehung in jemand anderen verliebt. Wir sind noch zusammen, aber sie hat noch Kontakt zu diesen Menschen. Ja gut, das ist eine super schwierige Situation. Super schwierig. Also ist die Person denn, also ist denn deine Freundin immer noch in die Person verliebt? Es kann natürlich auch passieren, ne? Also wenn ihr eine Beziehung habt und irgendwie passiert es, dass ihr euch in eine andere Person verliebt. Aber so etwas kann auch passieren, wenn die Beziehung gar nicht gut läuft. Also dann würde ich auch so ein bisschen hinterfragen, ist bei uns alles in Ordnung? Also ich habe das Privileg, dass ich zum Glück noch nie betrogen wurde. Und ich habe auch noch niemand betrogen. Und ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, es würde mich schon ein bisschen kaputt machen. Aber mein Selbstwertgefühl ist mir so wichtig. Ich würde einfach sagen, be gone, Thought. Du hast mich nicht verdient. Also wenn man mich betrügen würde. Was geht ab, Heinom? Dankeschön. Holy Man schreibt, ich bin 17, hatte bisher eine Freundin und ich denke mir, wenn es passiert, passiert. Man muss ja nicht forcen. Wäre zwar cool, aber muss ja nicht. Meine Freunde sehen es gleich, von daher bekomme ich auch keinen Druck von außen. Das ist sehr gut. Ist bei mir zum Glück auch immer so gewesen. Ja, lasst euch von eurer Umwelt nicht so belabern. Also dieses ganze, krass, du hast noch keine Beziehung. Was? Du hast noch keinen Sex? Das ist der größte Müll. Wirklich, das ist der größte Müll. Lass mich nicht belabern. Das sind halt irgendwelche Leute, die unterschwellig flexen wollen. Ja, die sagen das nur, damit ihr fragt, was, hast du schon mal Sex? Und die dann so, gut, dass du fragst. Ja, also, war auch nice. Also, es geht den Leuten wirklich nur darum, bei sich zu flexen. Und dass man halt überhaupt damit flexen muss, ist halt traurig so.
Da hat jemand geschrieben, gefühlt die ganze Menschheit ist heutzutage so toxisch und dadurch sind ebenfalls extrem viele Beziehungen sehr toxisch. Gibt es überhaupt noch normale Beziehungen mit angemessener Kommunikation, normalen Werten und so weiter und so fort? Ich denke schon. Und ich glaube nicht, dass die Menschen heutzutage toxischer sind als früher. Ich glaube, heute sieht man einfach mehr, aufgrund von Social Media. Es gibt ja mega viele Menschen, egal welches Thema, die sagen, ach, irgendwie geht heutzutage so viel Shit ab. Aber ich persönlich denke mir, dieser Shit, den du da ansprichst, der ging schon immer ab. Nur jetzt sieht man es endlich. Beziehungsweise jetzt kommt es mal an die Oberfläche. Also vieles kommt einfach heutzutage an die Oberfläche. Aber viel Shit, wo ihr der Meinung seid, das gibt es ja seit kurzem, wie zum Beispiel rassistische Polizeigewalt. Digga, das gibt es schon seit so vielen Jahrzehnten, das ist nichts Neues. Das ist kein aktuelles Thema. Und ich finde das extrem gut, dass heutzutage sowas eher an die Oberfläche kommt als früher. Wir verstecken vieles einfach nicht mehr. Da hat jemand geschrieben, das toxisch verändert sich halt nur. Das stimmt. Also ich finde, die Menschheit hat sich schon in manchen Dingen gebessert. Also die Tatsache, dass wir überhaupt in Deutschland friedliches Leben führen können, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es gab Epochen, da gab es immer Krieg. Immer und überall. Nonstop. Sia schreibt, ich bin asexuell und zwei Hetero-Freunde haben meine Ausrichtung runtergeredet und sogar darauf geschoben, dass ich mein erstes Mal noch nicht hatte. Sie wollten dann ihre Meinung mehr in dem... Oh mein Gott, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas. Ey, am schlimmsten sind diese Männer. Das sind wirklich die schlimmsten von allen. Die dann sagen, was? Du bist asexuell oder lesbisch? Na, du hast einfach nur noch nicht den richtigen Schwanz. Wenn du meinen Schwanz hättest, dann würdest du relativ schnell merken, dass du nicht nur lesbisch bist. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Arschloch. Aber es sind extrem viele Typen so. Extrem, ich schwöre. Extrem viele sind so. Die sagen, du brauchst einfach nur einen richtigen Schwanz. Ja, du musst einfach nur mal einen richtigen Schwanz spüren. Ja, dann würdest du relativ schnell merken, dass du doch nicht lesbisch bist. Hasse solche Leute. Einfach drüber lustig machen. Ist nur eine Phase. Shaga Bell schreibt, bei dem Thema bin ich auch unsicher. Ich glaube auch, dass ich langsam eher in die asexuelle Richtung gehe, weil ich seit 7 Jahren keine Lust mehr hatte, mit wem zu schlafen. Auch schon innerhalb meiner letzten Beziehung. Das kam auf einmal, ich weiß nicht, ob wegen Depressionen oder so. Ja, das kann halt verschiedene Ursachen, ne? Also ich würde das schon diagnostizieren, weil das muss nicht unbedingt Asexualität sein. Es kann auch, wie du schon sagst, Depression sein. Es kann verschiedene Gründe haben. Aber ja, vielleicht bist du auch asexuell. Ich weiß es nicht so. Ich kann keine Diagnose geben. Ich bin kein Therapeut. Da hat jemand geschrieben, sind halt zu beschränkt in ihrem Denken und die Typen können einfach nicht akzeptieren, dass es auch andere Sexualitäten gibt, weil die sich nicht damit identifizieren können. Ja, einmal das. Und auf der anderen Seite können die nicht akzeptieren, dass sie keinen Bock auf seinen Schwanz haben. Also auf ihr Schwanz. Und das ist dann ihr Umgang mit Abweisung. Ekelhaft. Da hat jemand geschrieben, Leute, die mit Sex flexen, hatten oft nicht mal selbst welchen. Also generell finde ich das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn so Typen so ein großes Thema draus machen, dass sie öfter Sex haben. Weil, ich sag mal so, no flex. Ich hatte auch schon öfter Sex in meinem Leben, aber es ist für mich einfach kein Thema. Also es ist für mich einfach im Real, also keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin, ich würde das niemals ansprechen. Weil was juckt es? Was juckt es? Das ist doch so eine Sache, an der ich gefallen habe. Aber was juckt es andere Leute? Also viel behalte ich auch einfach für mich. Das hat sich jetzt nur so ergeben, weil wir über Pickup-Artists geredet haben, Leute Fragen gestellt haben und jetzt haben wir den Salat. Holy Man schreibt, ich finde, man sollte den Fokus auch etwas darauf legen, dass LGBTQ+ in beide Richtungen vom gegenseitigen Geschlecht einfach runtergemacht werden, die zentralisieren, dann einfach, ah, du bekommst nur keinen ab und deswegen denkst du, du bist schwul, bruh. Ist das nicht auch eine Art der unterdrückten Diskriminierung? Ja, keine Ahnung, also ich glaube, Leute machen das wirklich nur, um sich selber zu profilieren. Also egal, ob sie jetzt Leute runtermachen, weil die noch keinen Sex hatten oder aufgrund von anderen Sexualitäten oder keine Ahnung. Also das sind einfach Keks. Einfach Keks. Ich sag mal so, wer ein gesundes Selbstwertgefühl hat und nicht sich damit profilieren muss, mit anderen Leuten Sex zu haben, der hat es dann auch nicht nötig, irgendwie andere runterzumachen, was das Thema angeht. Meistens sind das Menschen, die sind selber verunsichert mit sich selbst. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ja, was geht ab, Speaking? Dankeschön. Jakob schreibt, ich hatte bisher nur 2 Crushes und beide wurden manipuliert von einem homosexuellen Freund, der jeden in meinem Freundeskreis behauptet hat, dass ich was von ihm wollte und hardcore getrashtalkt hatte. Meine Freunde haben ihm nicht geglaubt, aber die Crushes waren hardcore davon überzeugt und das hat mich so angepisst. Einfach toxic as fuck. Und ich versuche mir so ein bisschen das Wort toxic abzugewöhnen, aber das ist sehr toxic. Sehr toxic. Das ist legit die einzige Person, die ich hasse. Damn, Alter. Warum gibt es Menschen, die so motiviert sind, andere runterzumachen, andere fertig zu machen? Aber dadurch haben die auch automatisch Selbstprobleme. Was geht ab, Shoto? Dankeschön. Ich hatte in meinem Leben auch meine fasten Phasen, aber das waren die Phasen, wo es mir am schlechtesten ging. Und das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen. Bei mir ist es momentan so, ich rede über niemanden schlecht und keine Ahnung, ich habe mit niemandem ein Problem, den ich privat kenne. Also momentan verstehe ich mich wirklich mit allen. Das habe ich mir nicht ausgesucht und das hat sich einfach so ergeben, weil ich will nicht toxic sein, in Anführungsstrichen. Und ja,
keine Ahnung. Dementsprechend habe ich auch super wenige bis keine zwischenmenschlichen Probleme. Und wie gesagt, es gibt natürlich Menschen, die mich hassen, aber das sind Leute, die ich eh nicht kenne. Das sind irgendwelche Hater. Was? Lustigerweise hat er mich angeschrieben, dass er einen Crush auf mich hat. Das hat sich dann als Lüge ergeben, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich nicht, da ich nicht homosexuell bin. Es gab auch mal eine Situation, das ist mir nur einmal passiert. Das war ein Boy und er hat zu mir gesagt so, yo, das kommt vielleicht ein bisschen komisch so, aber ich habe so einen Crush auf dich, weil ich habe das Gefühl, mit dir kann man richtig gut reden und ich finde dich süß und keine Ahnung so. Also das war jetzt kein Kumpel von mir, aber das war jemand in meinem Bekanntenkreis. Und ich war dann so, ja, es ist schon irgendwie krass so, aber ich kann das leider nicht erwidern so. Ich fühle mich nicht sexuell oder romantisch angezogen zu Jungs. Ich habe einfach gegenüber Jungs diese Anziehung nicht. Deswegen kann ich das leider nicht erwidern. Aber ich habe zu ihm gesagt, ich finde das sehr cool, dass er mir das gesagt hat. Und ich habe es auch so ein bisschen als Kompliment gesehen. Endlich mal ein Boy, der auf mich steht. Das hat mir Selbstwertgefühl gegeben. Ich dachte mir, nice. Endlich mal ein Boy, der einen Crush auf mich hat. Auch wenn ich das nicht erwidern kann. Endlich mal ein Boy, den ich korben kann. Genau. Ja, also für mich war das schon irgendwie ein Kompliment. Auf jeden Fall. Ich habe auch immer noch Kontakt mit der Person. Na, du kannst uns doch sagen, dass Benji ist genau, Alter. Boah, ich muss mir das... Wie weird das wäre, wenn Benny so zu mir kommt und sagt so, yo, Vic, bin schon gay auf dich. ich glaube, Real Talk, wenn er das so zu mir sagen würde, ich würde ihm erstmal nicht glauben. Ich würde sagen, ja, lol, lustig. Jakob schreibt, das habe ich meinem Realschulfreund damals nach dem Abschluss gesagt. Der hat das ernsthaft geglaubt. Ja, ich meine, hätte ja sein können. Ich habe mich tatsächlich auch schon oft gefragt, ob ich doch bi bin, aber ich glaube nicht. Also ich habe mich, glaube ich, wirklich noch nie in meinem Leben von einem Mann sexuell erregt gefühlt oder angezogen gefühlt. Keine Ahnung, gab es bei mir einfach noch nicht. Aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ob ich nur hetero bin. Aber anscheinend tatsächlich. Also es gibt natürlich Momente, wo ich einen Mann sehe, der einen sehr guten definierten Körperbau hat oder vielleicht einfach nur attraktiv aussieht, wo ich sagen kann, yo, den finde ich attraktiv, aber ich kann jemanden attraktiv finden, ohne mich irgendwie sexuell angezogen zu fühlen. Das ist dann eher so ein objektives Ding. Also es ist schon subjektiv, aber es ist mehr so dieses, ja, der sieht einfach gut aus. Da hat jemand geschrieben, das sagen Frauen ja auch. True. Ich habe aber noch nie in meinem Leben einen Mann geküsst. Oder habe ich schon mal? Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Vielleicht mal irgendwie auf Joke oder beim Flaschendrehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Aber ich finde die Vorstellung auch nicht nice, muss ich ehrlich sagen. Also mir ist es egal, wenn andere das tun, aber ich selber könnte das, glaube ich, nicht. Also ich fühle mich da einfach nicht angezogen. Mit genug Alk machst du das, ich glaube schon. Wenn ich so richtig besoffen bin und ich muss den küssen, weil wir ein Trinkspiel spielen, dann würde ich das auch machen, juckt. Herr, sein Brudi, es gibt mal locker Kuss. Also ich habe damals so ein, als ich noch in Wedel gewohnt habe, einen türkischen Freund gehabt, die ist Gökhan. Und wir haben uns ab und zu getroffen und Smash zocken, weil er hat auch Smash gespielt. Und er hat wirklich bei jeder, also immer bei seinen Homies, die Begrüßung so Kuss links, Kuss rechts gemacht, an die Wange. Und ich habe das dann auch irgendwann gemacht. Deswegen könnte man sagen, ich habe dann so einen Typen schon mal auf die Wangen geküsst, aber noch nie auf den Mund. Dieses andere Kuss geht raus. Okay, meine Community ist sehr heterogen auf jeden Fall. Danach kommt Bi, Pan etc. Bin mir unsicher, 12%, crazy. Dann schwul, lesbisch und dann demi oder asexuell. Überall was dabei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute sind, die heterosexuell abgestimmt haben, aber vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie in Wirklichkeit Bi sind. Als Beispiel. Wer weiß, man wird hier älter und lernt sich immer besser kennen. Alles klar, liebe Freunde. Ich würde sagen, ich beende hier den Stream. Das war ein sehr cooler und interessanter Stream. Ein sehr offener Stream vor allen Dingen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski.